So, okay Leute, weil noch mal ein paar gefragt hatten, wie man jetzt bei Lidl genau lädt mit Anmeldung oder so. Leute, ihr müsst euch nicht anmelden. Ich zeige euch kurz in diesem Video, vielleicht läuft es unter Shorts, wie ihr bei Lidl kostenlos ladet. Und zwar, ihr geht auf euren Ladeanschluss, in dem Fall CCS, und nimmt diesen raus. Bevor ihr das macht, wie beim Tesla zum Beispiel, macht die Ladeluke auf, nimmt dann den CCS-Anschluss, steckt ihn in das Auto und dann drückt ihr einfach auf OK, Start, Verbindung OK, wird angezeigt und jetzt baut das Auto und die Ladesäule eine Verbindung auf. Da wartet ihr kurz. Kurz warten. Dauert kurz. Genau, und jetzt, wenn das Auto lädt, wird euch hier Laden angezeigt, wie viel Prozent das Auto gelädt, und gleich wird hier auch noch eine Anzeige erscheinen, wie viel Kilowattstunden ihr geladen habt. Insgesamt bei unserem Tesla leuchtet natürlich auch noch hier das Tesla-Logo grün, und das war's auch schon zur Anmeldung mit Teslas. Bei gewissen Fehlern wird dann hier ein Warndreieck kommen, zum Beispiel Kommunikationsproblem. Wenn das der Fall ist, einfach ausprobieren, ob das Auto verbindet, also nochmal ausstecken, und wenn das immer noch nichts bringt, dann einfach an der Kasse bei Lidl oder Kaufland, wo auch immer, melden, und die können dann weitere Maßnahmen ergreifen. Vielen Dank fürs Zusehen.